Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Edna. Nein, ich habe mich schon wieder versprochen. Harvest, neue Augen. Heute werden wir endlich das Rätsel lösen, weil ich nämlich einen netten Kommentar bekommen habe. Ich glaube, wir müssen dafür zurück in die Haupthalle. Und zwar wurde mir gesagt, wo ich die Masken finden kann, mit denen wir dann arbeiten können für die Lösung. Am Tag der Tempelritter war er nicht fröhlich, nicht... Warte, wie war das nochmal? Ich muss nochmal nachgucken, weil mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass die Masken da oben sind. Halt hier! Ach, hier sind sie ja. Krass. Okay. Schlau. Kann ich jetzt... Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Oh, aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein. Das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. Oh je, na toll. Jetzt dachte ich so, hey, jetzt können wir sofort viel machen, aber wir brauchen irgendwas, mit dem wir das lösen können. Mir fällt jetzt so aus Harveys neuer, aus Edna bricht aus, was ein, und zwar, wie hieß es? Ednas Fußnägel. Aber ich weiß natürlich nicht, ob wir da einfach drankommen. Wir können mal stattdessen Haken. Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Okay. Mir fällt gerade auf, das ist irgendwie... Ach so, okay. Ich glaube, ich krieg das dann hin, weil ich meine, wir hatten ja die das war ja Kokosnuss und es war, dass sie... Und dann, okay, ich glaube, wir müssen dann einfach nur gucken, was das mit der Kokosnuss bedeutet und so. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ein Gemälde, was die Augen ausgelöchert hat, da kann man bestimmt durchlupen oder so. Gibt's hier irgendwas, mit dem wir das aufdrehen können? Ich sehe jetzt nichts. Ich kann auch mal den... Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Wo kriege ich denn jetzt so eine blöden Schraubenzieher her? Ich meine, das ist ja das einzige Problem, was wir im Moment lösen können, oder? Also wir hatten ja, wir sollten das Messer aus dem... Wir können nochmal im Schuppen nachgucken. Also was war das nochmal? Wir brauchen das Katzenfutterrezept wieder zurück. Wir sollen Garrett fernhalten. Wir sollen in der Schule randalieren. Wir sollen, ach, das hatten wir schon. Birgit Stickerei Selbstbeherrschung können wir durchstreichen. Goldenes Pfadfinderabzeichen. Ah ja, das sollen wir auch wegstreichen. Das war ja ein Schwachsinn. Messer, wir sollen den Ofen anmachen und das Rezept zurückbringen. Also gucken wir jetzt einfach mal, weil ich meine, das ist so das Einzige, was mir jetzt einfällt. Gucken wir mal in den... Ist das Kapelle ist falsch? Kantine ist falsch? Zum Brunnen klingt richtig. Und schauen dort dann nach, ob wir irgendwas im... Huch! Was macht Johnny denn hier? Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oha, oder super. Schlimmeres. Okay. Rezeptverbot gemein. Reden wir immer über alles. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Tough. Na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Das ist natürlich schon hart. Das ist sehr gemein. Oh, bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Ja, schon.
Du. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Der ist wirklich witzig. Okay, das heißt, wir können eventuell mal versuchen, was tut der da eigentlich an? Shawnee war gemein. Erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Ich hatte den Gedanken jetzt auch nicht. Wir haben ja auch wirklich nur... Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Okay, versuchen wir mal irgendwie beim Shooter. Wir wollen ja in den Keller reingehen und gucken, ob wir da was finden. Gehen wir mal in den Keller. Oh, was macht der denn da? Hallo, Memphis. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Witzig. Ja. Ah, schnell, mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Was? Okay. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Wie dieser komische Gast in Edna bricht aus. Aber der war sehr verwirrend. Sonst hört ich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel. Titanium verstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Okay. Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Okay, dann geht's jetzt wieder aufsingen. Der Untergang ist nah. Verdammt bin ich. Verdammt bist du. Geht's noch weiter? Apokalypse now. Der Untergang ist nah. Okay, das hatten wir schon. Können wir da vielleicht irgendwie so... Können wir irgendwas mit... Können wir hier... Grüße. Lilly verstand sich darum... Ja, genau, das hatten wir ja schon. Entschuldigung. Können wir... Keine Ahnung, irgendwie die Ofenklappe zu machen? So, bye. Was hat das jetzt gebracht? Was hat das jetzt gebracht? Na, ich lasse es einfach mal zu. Der wird da drin schon gut aufgehoben sein. Kann man den irgendwie anmachen? Gibt es da irgendeine Funktionsweise, die sich mir noch nicht erschlossen hat? Weil sonst müssen wir hier wieder raus. Hier finden wir nämlich kein Objekt, das uns interessiert. Nämlich ein Methar. Und den Ofen sollten wir eigentlich anmachen, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Und wir können noch mit der Oberin reden. Ist hier noch irgendwas, was ich vergessen habe? Wasserhahn. Lass mal anmachen. Schade. Oh. Der Wasserhahn war leer. Wir können den Wasserhähne leer sein. Gehen wir mal zum Hintergarten. Da müsste ja Edna jetzt weg sein, oder? Genau, ja, die versteckt sich hinterm Bett. Den Springzünder, lass mal mitnehmen. Halt, ich will das Wollknäuel wieder haben. Könnte ja sein, dass wir es gebrauchen können. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Darüber hatten wir es, glaube ich, schon. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Okay, Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Okay, dann machen wir die Bombenklappe wieder zu.
Sonst können wir hier eigentlich auch nichts mehr machen, weil ich meine, wir können... Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Mhm. Lilly vermisste die Termiten. Ohne sie wirkte der Baum irgendwie traurig. Ja, ne, ist irgendwie so ein bisschen leer jetzt. Aber naja, was soll man machen? Harte Zeiten. Den Sprengsatz, vielleicht können wir damit irgendwie den Ofen wieder anzünden oder so. Dann sollte halt dieser komische blonde Tippi da rausgehen, damit er nicht in die Luft gesprengt wird. Sorry, dass ich dich eingesperrt habe. Tut mir leid. Ihr seht das Ganze jetzt übrigens gerade in 60 Frames. Falls alles richtig gelaufen ist. Auch wenn es voll unnötig ist, weil das eigentlich nur heißt, dass ihr die... Keine Ahnung, weil ich meine, das Spiel ist ja nicht irgendwie großartig qualitativ hochwertig oder so. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Wieso nicht? Ich will den aber loswerden. Oh. Hm. Ich wollte jetzt damit den Ofen in die Luft sprengen. Hey, der hat doch sogar gesagt, er würde damit einen Bombenangriff überlegen. Irgendwie, ich habe das Gefühl, wir müssen den vielleicht starten. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Hm. Äußerst mysteriös. Kommst du ein bisschen schneller, Edna, bitte? Aber hier hinten kann man ja... Nee, hier hinten kann man sonst nirgendwo hin. Wir kommen also nur... wieder zurück. Okay, dann können wir ja mal mit der Oberen reden und uns darüber beschweren, dass... Sean hier am Teich ist, obwohl er das gar nicht darf, auch wenn das irgendwie nicht so mein optimales Dings gewesen wäre. Aber naja, sonst was anderes haben wir gerade echt nicht in petto, ne? Wir brauchen auch noch irgendeine Schraube. Hier muss es doch irgendwo Schrauben geben. Reden wir mal mit der Oberen. Lass mich allein! Ich bin durch mit euch Kindern! Ach, was? Jetzt können wir nicht mehr mit der reden? Bitch. Okay, reden wir mal mit... Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Witzig. Doris, Essen, Hunger. Nee, können wir eigentlich lassen. Da bringt uns jetzt nichts viel weiter. Wir können mal den Sprengzünder oberen Ignaz geben. So, hä, bitte. Kannst haben. Für die Oberen zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Aha, einfach mal so Standardausdrücke. Geht ja gar nicht, das hatten wir eben schon gehört. Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts verloren. Genauso wenig wie du. Also verschwinde, bevor ich dir den Hals umdrehe. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Kann ich dir nicht mitbringen? Ich würde ja... Willst du mich etwa vergiften? Bring das sofort hier weg! Das eignet sich ja bestenfalls noch als Treibstoff für den Rasenmäher! Haben wir ein Rasenmäher? Raufaserleinwand. Können wir das irgendwie oberen Ignaz kriegen? Für die oberen... Warum? Ja, okay. Dann halt nicht. Ist ja gut. Dann gucken wir mal, vielleicht ist ja... Hä? Warte mal. Ach ja, stimmt. Wir haben ihr das ja gegeben. Vielleicht ist Petra inzwischen fertig mit ihrem... Ihr wisst schon, wa? Mit... Oh, Schlafsaal ist falsch, Klosterfluss stimmt. Halt, und haben wir nicht irgendwie... Haben wir nicht ein bisschen... Können wir mal machen? Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Wir bräuchten vielleicht irgendwie sowas wie ein Feuer. Warte, das Feuerzeug kriegen wir dann bestimmt von Shawnee. Damit können wir dann das anzünden. Aber wen erschlagen wir denn damit? Wir sollten ins Klassenzimmer gehen und gucken, ob da vielleicht irgendwas für uns ist. Die ist immer noch am Sticken. Meine Güte, braucht die lang. Geben wir mal die Rauffaserleinwand. Lilly entschied, Birgit in Ruhe zu lassen. Die strebsame Schülerin brauchte Zeit, um über ihre Fehler nachzudenken. Okay, dann wohl nicht. Über ihre Fehler vor allem nachzudenken, voll nett. Dann würde ich einfach mal sagen, ich meine, mir bleibt nichts anderes übrig, als in den Schlafsaal zu gehen, sonst haben wir echt eigentlich keine Zimmerauswahl mehr übrig, meine ich. Doch, außer die Kapelle. Aber da wollte ich eigentlich erst wieder zurückgehen, wenn wir wissen, was es damit überhaupt auf sich hat, also was es bringen soll. Können wir jetzt, haben wir Unruhe gestiftet? Shibuya Power! Shibuya. Riot Girl rules! Ching! Ching! Und so. Haarnadel, Schulrabau. Haarnadel!
Ich hab's dir schon mal gesagt. Du bekommst meine Haarnadel nicht. Die gebührt nur einer echten Kriegerin des Lichts. Kräfte des Lichts. Und okay, solange okay, okay. du uns nicht ist mit einer... Gut. Mhm, aber ich... Miyurushi Glitzer... Ja, ist gut. Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Shing. Sie sieht nicht glücklicher aus als vorher. Bei der Quelle von Gugu Oshima. Riot Girl Rules. Shing. Shing. Hm. Immer noch kein Effekt. Ich wette, es ist die Schuld von diesem Schulrabauken. Wir hassen sie. Genau. Die sind genauso schlimm wie die Obrigkeit. Oder die dunklen Mächte. Oder das Finanzsystem. Wieder mit den dunklen Mächten. Die sollten alle in einem großen Inferno untergehen. Finde ich auch. Aktivismus. Schau dir ihr Gesicht an. Typisch. Wir sind ihr wohl zu extrem. Sind wir ja auch. Genau wie Riot Girl. Riot Girl rules. Shing. Shing. Und wehe, du sagst jetzt, du hast noch nie ein Riot Girl Anime gesehen. Oder ein Riot Girl Manga gelesen. Puh, dachte schon. Riot Girl ist nämlich voll shiny. Nieder mit den dunklen Mächten. Und Riot Girl kämpft vor allem total gegen die Gesellschaft. Darum kämpfen wir auch total gegen die Gesellschaft. Riot Girl ist nämlich voll cool. Und darum müssen wir die Gesellschaft zerstören. Du kannst uns gerne dabei helfen. Nieder mit den dunklen Mächten. Shing, aber dafür brauche ich die Haarnadel. Ich hab's dir schon mal... Du bekommst die Kräfte des... Und so lang... Miyurushik Mi... Ist gut, ist gut. Gut, dann... Keine Ahnung, frag ich mal Lilly. So langsam gehen mir meine Möglichkeiten aus. Ein Stück murmeln. Warum habe ich die davor nicht gesehen? Lilly hatte kein Teil... Die aber, das aber selbst... Schon mal, das hatten wir schon mal, die Stickkissen. Was mach, soll ich denn mit den Murmeln machen gerade, bitte? Mysteriös. Und? Kommst du voran? Ich glaube, da muss Herr Kapelle Garrett. Und kommst du voran? Wieder weg. Vielleicht kann ich denen die Murmeln geben. Was soll das sein? Ein Marashu Niyoke Shibuya Accessoire? Mhm. Ein süßes Pokémon? Oder eine Waffe für den Kampf gegen die dunklen Mächte? Ja. Ching! Ching! Was sollen wir denn damit? Oh, warte, wir können denen den Springsatz geben, so nach dem Motto, ey, ich will was anstiften. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Yay, ich hab was gesehen. Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und er ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte, ich weiß... das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Hallo, Lilly. Ihr wollt die Gesellschaft zerstören? Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steh da doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Ich weiß schon, was du meinst. Du drückst mich da gerade mit dem Auge drauf. Wenn der Story jetzt noch nicht so viel passiert ist, gehen wir da jetzt auch gleich runter, auch wenn schon 18 Minuten vorbei sind. Aber jetzt muss ich die Bombe da reinlegen. Also, anders geht es ja gar nicht. Also, ich muss jetzt, ne? Mhm, mit Haarnadel. Aber sollten wir die dann nicht wieder aufmachen, gerade dass nichts passiert? Das ist meine Frage. Mal gucken. Schauen wir mal nach. Na, was machst du da unten so in deinem Kessel ganz alleine? So rumstehen und nichts tun. Hey, wie wär's, willst du eine Bombe haben? Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Aber was ist das? Aber was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Hallo? Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Hallo Lilly! Warum nimmt sie die Haarnadel einfach raus und sperrt ihr dann damit ein? Oh mein Gott! Oh. Ach du heiliges Blechle. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Hast du zu viel The Ring geguckt, oder was? Die können wir ja wohl immer noch nicht mitnehmen, oder?
Lilly verstand da. Ja, okay. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber was das heißt, heißt das nicht, dass wir da mit der Haarnadel die Dinger von der Wand wegkriegen? Hilfe? Ich meine, wir haben jetzt dafür gerade diesen einen Typ hier umgebracht, aber naja, das ist ja jetzt nicht so das große Problem. Ich probiere jetzt erstmal den damit abzupieksen, auch wenn die 20 Minuten vorbei sind, aber ich will jetzt hier so Action reinbringen. Und dann gucken, ob ich die bekomme. Und wenn ich die bekomme, dann heißt das nächste Folge. Und wenn nicht, dann heißt das auch nächste Folge, weil jetzt die Folge eigentlich so gut wie vorbei ist. Das war natürlich so voll klar, dass das Letzte, was mir damit einfällt, das ist, was es dann wirklich ist. Kann ich die damit... Perfekt! Yeah. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Okay, dann nehmen wir doch auch mal die anderen beiden mit, weil ich gerade nicht mehr weiß, welche die richtige ist. Danke. Und die letzte noch. Da bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von HWs Neue Augen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss.